Hallo YouTube und herzlich willkommen zu Folge 11 von Let's Play 7 Days to Die. Ja, die Zombie-Horde kommt jeden Augenblick. Das Thema ist ausgetauscht. Wir hatten ja zuletzt Oldschool vor einer Woche oder letzte Woche Samstag und da sollte eigentlich alte Serien kommen. Deswegen heute über alte Serien. Es ist immer noch der 22.05. zweite Aufnahme in der heutigen Session. Ich glaube, ich lasse die Fenster da oben. Das ist so gemütlich. Xenbräu, das andere Trinkerlebnis. Habe ich das in der letzten Folge eigentlich gesagt? Geht doch mal schnell auf das Video und guckt mal nach und dann sagt mir unter diesem Video, wie man sinnlose Klicks generiert. Nein, und der Schokoriegel habe ich übrigens schon angeknabbert in der Zwischenpause jetzt hier. Also den 2 Minuten, die ich kurz auf Toilette war. Ja, ich habe meine Hände gewaschen, mache ich immer so. Also wenn Pia schon auf die Sache mit dem Fang reinfällt, dann frage ich mich, was noch alles. Ehrlich, der ist so groß. Ich zeige gerade durch den Raum. 240 Distanzball. Ich habe so lange Arme, ganz klarer Fall. Warum manche Männer immer in irgendwelchen Dingen angeben müssen oder übertreiben, werde ich nie verstehen. Zumal Frauen irgendwann wissen, dass das Blödsinn ist. Andererseits gibt es ja auch Frauen, die tageln sich auf und tun so, als ob sie sonst wie. Und sind dann langweilig wie ein Bügelbrett. Wird das da draußen gerade roter Blut? Und Uwe beschwert sich bei Zelda. Guckt euch das mal an. Ich falle jetzt gleich dort um, noch, nur muss nebenbei. Kann ich einfach ein paar Grasfasern knabbern und dann ist gut. Ist da draußen wer? Hallo? Hallo? Ja. Achso, ich hab kein Holz, ja. Machen wir. Jetzt sterbe ich, pass auf. Noch bevor die Zombies kommen, falle ich um wegen Hunger. Das ist schon was. Aber sieht der hier so aus, als ob ihn das stören würde? Du bist durstig. Ja, das ist mir aufgefallen. Die Anzeige kam direkt, nachdem die Folge beendet war. Aus Spaß müsste ich jetzt das Bett wegnehmen, dann spawn ich irgendwo während der Zombie-Apokalypse. Ich, ne, ne. Also wegen der Horde. Ja, nee, ihr wisst schon, was ich meine. Das blitzt hier förmlich durch. Alte Serien, also Dinge wie... Es geht los und ich bin gejagt. Super. Ich bin mir gerade mal so auf, ich kann ja auch. Ich will kurz sagen, spawnen die hier im Haus oder was? Ich sterbe sowieso klein, insofern kann mich das kalt lassen. Die sind hier hinten, oder? Ich bin so kotzen. Können die nicht auf der anderen Seite vom Haus? Die sind jetzt schon hier. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt gleich tot. Und die werden das Bett kaputt machen und wir spawnen irgendwo. Das war schön. Alte Serien. A-Team, Knight Rider, Baywatch. Okay, zugeben, Baywatch habe ich nie geguckt, aber... Ich bin nicht tot. Hast du Horde, wenn ich sterbe? So stelle ich mir das vor. Ja, super. Wo bleibe ich denn jetzt schon wieder hängen? Ach, an der scheiß Leiter. Ja, das hat es gerade noch gebraucht. Ich hoffe, jetzt hier irgendwen zu durchsuchen. Was ist das für einer? Der brennt. Hilft ihm doch mal einer, der brennt. Und da brüllt irgendwer. Und mal in den Kopf zielen. Auf hier zu rotieren, was soll das? Da 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 dam 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 dam. Da 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 dam 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 dam. Ja, der Scheißbär hat sich natürlich nie gezeigt, ne? Das war klar. Da 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 da. Hör auf, deinen Kopf hin und her zu bewegen, wenn ich dich treffen will. Da 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 da. Wer ist denn von euch eigentlich tot und wer nicht? Du da. Die Frau ist als Erste gestorben. Geile Position, aber
Auf Zombies stehe ich einfach nicht so. Hör auf zu knurren wie so ein Hund. So ekelhaft. Hör auf dem... Au! Hast du gesehen, auf dem ich stehe? Jetzt falle ich gleich tot um wegen Futter. Überreste die suche ich später. Da ist ja noch einer. Hey du da. Du machst jetzt die anderen Zombies tot, ungerecht. Ja, renn durch die Stacheln. Ja, so einer auch noch. Bleib da unten, sonst krieg ich einen Anfall. Tot. Und dann haben wir jetzt ein klitzekleines Problem. Ich glaube, ich bin übrigens gerade verhungert und nicht draufgegangen, nur muss nebenbei. Hat er jetzt gezielt mein Bett kaputt gemacht, dann habe ich ein Problem. Oh, guck mal, Eichhörnchen. Ja, fummel hier nicht mit deinen Augen, wir sind schon so oft wiedergeboren worden. Du kennst das langsam, Highlander. Hoch hier. Ich will den scheiß Knüppel in die Hand nehmen. Au! Hör auf, an mir rumzuknabbern, dagegen reagiere ich allergisch. Nicht nur, weil es unfotogen macht. Du auch. Ja, wird nicht rumgeknabbert hier. Ja, das passiert dann. Da ist der Kopf auch immer Matsch. Echt unangenehm sowas, oder? Was sagst du als Krankenschwester dazu? Bleib da unten. Das ist ja ekelhaft hier. Der Nächste. Ihr wisst einfach nie, wann genug ist, oder? Ja, guckt euch an, was mit meiner Leiche ist. Jetzt werde ich im Stein wiedergeboren. Als Golem. Ich meine, das finde ich nicht komisch. Was? Also, alte Serie, ne? 6 Millionen Dollar. Mann, 7 Millionen Dollar Frau. Klar, die Frau kostet 1 Million mehr. Wegen der Handtasche. Selbst wie ist der Quatsch? Ein Kohl für alle Fälle. Ich habe keine Pfeile auf Vorrat, ne? Ist natürlich auch ein bisschen blöd jetzt. Oh, Backpack. Bleib da unten. Sterben die bei jedes Mal, wenn ich sterbe, alle, oder? Wenn dem so ist, dann sterbe ich doch gerne während der Zombie-Horde 100 Mal. Wir wissen noch, wie sehr ich dieses Spiel hier ernst nehme. Bist du jetzt tot, oder nicht? Jetzt auf jeden Fall. So. Spiritus, ja, super. Dann schaffen wir mal den Müll raus hier langsam. Ja, so doch nicht. Ich will kein Cem. Oh, das ist ekelhaft. Noch so eine Brülltante. Ja, ist mal ein anderer Zombie, hä? Eine mit schwarzen Haaren. Ja, Himmelarsch, jetzt bleibt doch mal irgendwo stehen. Mädel, guck dir das mal an, was du da machst mit deinem. So sinnlos! Die Beine sind schon ab. Und hast du jetzt irgendwas davon? Jetzt hängst du auch noch im Gitter fest. Ich schieße dir den Arsch. Pass auf. Mache ich eigentlich relativ selten, wenn Frau nicht danach fragt, aber. Was? Weiß nicht, was ihr schon wieder für Vorstellungen habt hier. Die Suche verstorbene Frau und eine tolle Musik. Weil das ist ja ein guter Grund, um mal zu jubeln für einige. Prompt kommen die Nächsten. Herzlichen Dank. Was kommt denn jetzt hier an? Die Geräuschkulisse wird jetzt nicht besser, muss ich sagen. Verrottetes Fleisch.
Koppeln sich schon die Reste. Hier rein, damit es keinen Geruch anzieht und so. Ja, wir sammeln jetzt die Überreste ganz einfach, damit sie loswerden. Oh. Was machen die denn da draußen für einen verfluchten Lärm? Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Darf ich mal dezent darauf hinweisen, dass ihr mir ein Haus kaputt macht, ihr Idioten? Meine Güte, so viel zum Thema Baywatch. Und spring hier nie rum wie so ein Kleinkind, das ist ja ekelhaft. Was war das? Lass das Haus stehen, ich habe nur das eine. Hör auf hier rumzuspacken, das zieht bei mir überhaupt nicht. Das haben schon Schüler versucht. Die habe ich ganz genauso. Drauf, Problem gelöst. Ja, und dann da sterben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und nun? Jetzt kommt der doof vor, oder? Würde ich auch an deiner Stelle. Ist da wieder so ein Bekloppter? Na klar, eine Krankenschwester. Also langsam habe ich es aber mal wirklich. Ich habe keinen Krankenschwester-Fetisch. Das wüsste ich. Mal ernst, ich bin mir absolut sicher, dass ich das nicht habe. Woran bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Am Hunger oder was? Das kann es doch nur wirklich nicht sein, nach den paar Minuten. Ich bin wahrscheinlich in eine Stachel gelaufen und habe nicht aufgepasst. Weil mein Mikrofon direkt am unteren linken Bildschirmrand etwas doof steht. Um das mal so auszudrücken. Ja, ich kenne meine Finger. Mache ich eigentlich jedes Mal nach meiner Wiedergeburt mit dreckigen Fingernägeln auf? Oder wie ist das? Gehen wir aber langsam die Holzknüppel aus, so geht das nicht. So ein bisschen Holz wäre ich kommen. Schauen wir mal. Warte mal, bis ich da bin. Ich spiele ja gleich mit euch, ist ja gut. Weiß, ich ziehe Zombies an, ich kann es nicht ändern. Die ziehe ich so momentan sowieso an. Was habe ich da gerade eingesammelt von Blödsinn? Aloe Vera Samen, okay. Damit man auch morgens in der Zombie-Akrise frische Hände hat. Oder Finger. Gottes Willen ist das ein Heidenlärm. Ist ja fürchterlich. Ich weiß, ich sollte mich wahrscheinlich um Wichtigeres kümmern. Aber ich bin ganz gerne erstmal ausgerüstet. Wer macht hier so einen Heidenlärm, während ich versuche in Ruhe zu schlafen? Drecksviech schon wieder. Ja, toll. Und noch gestunt. Immer drauf. Kann ich nach oben schlagen? Ich hab keine Ahnung. Ich bin gleich wieder tot. Wieso bin ich auf einmal hier oben? Ich glaube, die haben mich nach oben gezogen. Da war einer auf dem Dach. Hat einer schon mitgezählt, wie oft wir? Allein in dieser Folge? Nee, ne?
Gut, dass ich gerade noch Knüppel habe. Jetzt habe ich aber da unten kein Holz mehr, ne? Wow, guckt euch diese makellosen Finger an. War lange nicht mehr gesehen, oder? Ich nehme Fallenschar. Ja. Klar, ich bin an meiner eigenen Falle gestorben. Wie soll das anders auch sein? Meine Kinder, macht doch nicht mein ganzes Haus kaputt. Ich brauche das doch noch. Müsst hier nicht irgendwo ein Bett weg sein? Du bist nass, ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Ja. Nimm's nicht so persönlich, aber ich stehe halt nicht auf Zombies. Können uns hier den ganzen Tag schlagen, nur damit wir uns richtig verstehen. Ja, siehst du? Wer hat's jetzt hier? Wer hat's erfunden? Dann nicht dabei haben, immer mal das Gleiche. Finde ich mal Überreste nehmen und damit natürlich auch nicht. Der nächste. Ich will mein Backpack wieder haben. Hau ab. Scheißegal, was du hier rumfuchtelst. Ich will mein Backpack, da ist ein Helm, da ist Licht. Ganz abgesehen davon, dass ich den ganzen Quatsch, der da jetzt drin ist, wirklich nicht verlieren möchte. Haben wir es jetzt oder möchte noch einer Probleme äußern? Map. Licht wäre ganz nett. Ich mag zwar den roten Himmel, der hat was, aber... Ich glaube jetzt erstmal die Zombie-Remains hier weg, damit ich immer was sehe. La da di da da, am frühen Morgen schlage ich Zombies, ja ja. Okay. Wird langsam hell. Das Eichhörnchen meldet sich auch wieder. Wie schön. Alles wie früher. Nichts sehe ich auch. Nur mein Rucksack nicht. Ach da. Tag. So, jetzt kann ich sterben. Ist mir egal. Und jetzt kommt der Bär und tötet mich. Ich sag's euch. Ich habe diese Apokalypse offensichtlich mit Bravour überlebt, denn ich lebe ja wohl noch. Kann es ja keine zwei Meinungen zu geben. Wie ich das hier überstanden habe. Richtig? Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, mir ist kalt und ich bin nass und überhaupt, Job ist so unbefriedigend. Was? So, noch eine Folge mache ich nicht, weil sonst geht mir die Laune verloren und ich will mich ja nur so ein bisschen beruhigen für morgen. Was wolltest du? Natürlich liegt da irgendwo noch einer rum. Der hat mich angesprungen, oder? Soll ich euch sagen, was jetzt passiert? Ich zeige euch meinen Finger. Ja, ein Profi, oder? Like a cheese, da 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 da. Guck mal, hier haben Holzknöpfe. Wo kommt der bloß her? Jetzt regnet das jetzt 2 Wochen lang, oder wie? So, jetzt kriegen wir nichts wieder. Guck mal, wie schön das ist, wenn man in Stacheln läuft. Hör mir an zu knurren, nur. Ich bin doch kein Hund. Du auch nicht. Reiß dich am Riemen, du warst mal Investmentbanker. Das sind die Schlimmsten, oder?
Nee, ich will das nicht haben. Geh weg. Kuh weg, dankeschön. So, jetzt räume ich erstmal auf. Wie sieht denn das hier aus? Da sollen noch mehr angezogen werden. Ich will kein Zombie. Ach, ist mir egal. Kann ich dann wegschmeißen. Kann man als Zombie vielleicht was machen? Vielleicht so Mörtel oder so? Dass das wenigstens noch irgendeinen Sinn hätte hier. Ich vermute mal eher nicht. Haben wir noch ganz gut überstanden, oder? Die Krise. Ich würde sagen, kein Grund rumzuheulen. Und die haben alle versucht, den Haupteingang zu nehmen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt haben wir jetzt noch ein paar Tage Zeit bis zum nächsten. Oder in 3 Tagen kommt irgendeine Hundehorde oder so. Ich weiß es nicht, möchte es auch nicht drauf beschwören, aber ehrlich gesagt will ich es auch nicht wissen. Oh, das war alles für die Katze hier. Dankeschön. Katz, nicht Katzin. Das ist ein toller Durchgang geworden. Mann, ja, verirrt man sich aber schnell. Au. War eigentlich klar, oder? Also einmal musste es uns ja passieren. So. Kann gar nicht sein, dass wir nass und kalt und überhaupt. Ich habe ja jetzt erst Kleidung an. Das Wasser perlt doch förmlich an meiner männlichen Brust und meinem absolut überzeugenden Outfit. So, ein kleines Resümee, was wir hier alles gerade gewonnen haben, machen wir später. Ne, da kommt mit hier. Nein. Ach, kommt hier rüber, habe ich gesagt. Schiff, dankeschön. E drückt nichts sehen. Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Davon nehmen wir mal die Hälfte mit, würde ich sagen. Vielleicht aber auch einfach alle, weil es nicht anders geht. Okay, meinetwegen. Okay, Mensch. Ich würde es auch einschmelzen, aber bringt nichts. Au. So ein großes Ding und ich laufe genau durch. Mann, Mann, Mann. Die Großknochen. Das Tier wird auch, das jetzt auch. So, fehlt wieder was? Ja, klar. Ich müsste mal wieder neue Steine abbauen, zum Spaß und der Freude. Das machen wir auf dem Weg dann. Gott, das will was das dauert. Da können wir auch jetzt schon Steine abbauen, würde ich sagen. Ne, ich will gar nicht da hin. Ich will ins... Da, Charakter, ja. Alte Serien. Was gibt es eigentlich an alten Serien, die ihr vermisst? Ich sage immer, die alten Serien, die hatten noch ein bisschen gewissen grundsätzlichen Charme. Das hat nicht alles und jeder heute. So, Werkzeuge fallen. Betonmischerei. Würde ich einen Zementmischer. Braucht viele, viele Punkte. 8 gesamt, na, dann können wir ja noch, ne? Was, wie viel? Alle 53 verfügbare, 42. Oh, warte mal, Betonmischer, dann können wir das gleich machen. Werkbank. Außer die Werkbank könnte ich eher gebrauchen. Und das fürchte ich auch. Kaufen. Brauchen jetzt noch 3 Punkte dafür. Händler, mach mal. Rezept freigeschalten, Werkbank. Kurze Frage. Ich brauche einen Klauenhammer. Mhm. Und einen Schraubenschlüssel, den haben wir. Die Parts haben wir auch. Das geschmiedete Eisen könnte zum Problem werden. Wie mache ich einen Klauenhammer? An der Werkbank herstellen. Eisen. Och, ich könnte schon. Du brauchst ja für alles irgendwas. Was ja eigentlich auch ganz natürlich ist. Nein, diesmal um die Stacheln rum. Dankeschön. Da rein, da rein. Weg damit. Die heben wir uns auch mal auf. Die kommen jetzt mit, weil jetzt gehen wir spazieren. Nämlich darüber. Das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, aber gut. Dann schauen wir uns mal da hinten um. Wo ist das hin, in die Richtung, ja? Yep. Auf und davon.
ekelhaft hier. Das kommt zusammen. Was soll das? Oh, Schießpulver und Nägel. Schön. Noch einer. Was gibt's hier Schönes? Wie seid denn ihr hier draußen mit ums Leben gekommen? Ich war ja nicht mal in der Nähe. Habt ihr Selbstmord begangen, professionell oder was? Rückweg hole ich mir die Steine, kurz bevor es dunkel wird. So, jetzt aber nichts wieder hin. Und mal schauen, was es da gibt. Reine Neugier. Ich baue hier meine eigene Mine, fürchte ich, direkt hier in den Berg rein oder so. Alles zu seiner Zeit. Und jetzt kommt hier irgendwo Meisterpelz. Da ist ein hässlicher Zombie. Den werden wir mal großräumig umgehen. So schnell ist der eh nicht. Eine Ausdaueranzeige sollte ich umachten ab und zu mal, falls ich wegrennen muss. Können wir erstmal einen tiefen Schluck aus der Dose nehmen. Ich persönlich habe hier nicht 12.000 Millionen Fernsehsender, weil ich dieses HD-Programm und so nicht habe. Und die vierten Programme auch nicht ewig durchgehe. Fernsehzeitung habe ich schon seit Jahren keine in meiner Hand gehalten. Jedenfalls keine, die ich kaufen würde. Insofern, oh, warte mal. Wasser, Nahrung, ach komm, futtern. Ist egal. Ein Bär oder? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall jagen. Ja, der scheiß Bär hat mir die Zombie-Apokalypse nicht geholfen. Warum bin ich zur Zombie-Apokalypse eigentlich nicht hier hingegangen? Weil ich davon ausgehe, ich schmeiß mich raus. Und wenn nicht, habe ich in Zukunft jede Zombie-Apokalypse einen Besuch hier durch reinen Zufall. Man weiß ja nie. So, Karten immer mitnehmen. Ja, ihr mich auch. Wo ist der Eingang hier? Open, ich gehe da mal. Au! Die Bude wieder dicht. Oh, toll. Gibt es noch jemanden, der am Leben ist, oder? Warum bin ich jetzt eigentlich hier? Okay, Trader. Mhm. Trader, wo bist du? Trader. Im Baumhaus, geht klar. Ein bisschen eigenartig hier, die Siedlung. Wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind wackelig. Bei mir würde die Bude nach 3 Stunden zusammenfallen. Zu bieten hast du ja auch nicht wirklich was. Gut, schöne Aussicht, das muss man dir lassen, aber. Jetzt auch nicht so das Wahre. Darf ich bei dir klar? Nee. Need assistance? Wie viel für eine dreckige Taschenlampe bist du komplett von allen Geistern verlassen? Nee, danke. Grünes Schubfach, Kreide, Tafel, Platte, Stahlgerüst, oh schön. Luftfiltermine, mhm. Ein Brunnen, ne, eher nicht. Oh. Standard Wasserhahn, Mülltonne, leere Einkaufswagen. Ja, das wollte ich schon immer mal irgendwo platzieren. Kühlbox, braucht alles, kein. Wieso kostet das? Wer will diesen Quatsch überhaupt? Schmerz bitte, wie schön. Roter Tee, Tierfett. Hab ich selber. Hopfen. Hopfen anpflanzen. Na da. Freut sich doch die Zombie-Kurz. Eisenleder, geschmiedeter Stahl. Scheint etwas schön, kann ich mir aber nicht leisten. Amboss? Mit dem in der Schmiederezepte freigeschaltet. Ja, wenn ich jetzt eine Schmiede hätte, ne? Rakete. Okay. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Typ hier merkwürdig ist? Eimer. Ein leerer Eimer. Kann mit Wasser gefüllt werden, womit es transportiert werden kann. Ja, super. Wäre ich nie drauf gekommen. Da kann ich dann Eimer gekochtes Wasser. Mhm. Habe ich schon. Tasting and Brew. Ja, super. Wie will ich Bier brauen? Habe ich jetzt wirklich nichts Besseres zu tun? Pistolen. Oh, Pistolen. Qualität und nach den Kosten. 6.000. Mhm. Maschinenpistole. 18.000. Würde ich mir gerne selber erstellen. Wow. Habe ich selber sowas. Möchte was verkaufen? Zelle 9, 1, alles nicht wert hier.
Willst du gar nicht wirklich haben, ne? Ja. Dachte ich mir. Steht nämlich nirgendwo Cell. Thanks anyways. You be careful out there. Na klar. Ich komme dann mal wieder vorbei, wenn es meine Zeit zulässt. Kann ich die Typen umbringen und ausrauben? Entschuldigung. Ausgerutscht. Habe ich die Wrench nicht dabei? Doch, habe ich hier. Achso, das geht ja alles nicht. Da, weil ich so ein lieber Mensch bin. Ich würde sowas nie machen, den ausrauben oder so. Ach Quatsch, ich doch nicht. Raub ihn aus, raub ihn aus, raub ihn aus. Ich finde schon ein bisschen verdächtig, dass die Zombies dich alle ignorieren. So, das war's dann jetzt mit der Quest, ja? Sehr schön. Ich höre doch schon wieder einen. Nur, wenn wir uns richtig verstehen. Das ist halt hier, dafür kann ich nichts. Wieso nicht? Warum nicht? Gut, dann habe ich sie halt mal eingesammelt. Komm bitte draußen, sammeln sich die Zombies. Mach mal was dagegen, ist ja ekelhaft. Also mir wird das peinlich da draußen, ehrlich mal. Was will ich damit sagen? Ich mach mal die Tür auf. Gucken wir mal, was passiert. Du machst alleine wieder Tür und so, ne? Und wenn nicht, bist du tot und ich raub dich aus. Das ist eben Evolution. Oh, weh. Der hält doch hier seine eigenen Zombies, hört er auf. Was brauche ich jetzt für diese verfluchte Schmiede eigentlich? Blasebalg, dem Klumpen. Okay, Blasebalg. Dafür brauchte ich was? Tierhaut oder Leder, jeweils 20. Ne, super. Rohrhammer, Holzhammer. Tierhaut oder Leder. Wo kriege ich Leder her? In der Kerberei. Aus Tierhäuten. Chill. Wir brauchen also noch jede Menge. Was geht denn hier ab? Ach, ist nicht wahr. Wer hortet denn hier? Apropos, wo gibt's hier Wasser? Da drüben war die Stadt. Waren wir in der Stadt? Die ist ja noch 12 Uhr. Noch Zeit hier. Ist mir eigentlich gerade nass? Ja, natürlich ist mir nass. Es regnet. Ob ich mich erkälte oder nicht in der Zombie-Apokalypse, ist das ja wohl nicht doch. Ist schlimm. Wenn ich mich so erkälte, gehe ich zum Arzt. In der Zombie-Apokalypse wird das etwas schwieriger. Getroffen. Guck mal, hier bin ich. Blödes Drecksvieh. Komm her, komm her. Nie ausweichen. Hier bin ich. So, bist du blind? Hier. Hier ist der Typ mit dem Bogen. Ja, guck mal, der die Pfeile schießt. Genau, was haben wir denn da? Ganz schön clever. Zu clever für einen Zombie. Du verstellst dich bestimmt bloß. Au. Ja, seht ihr? Das war nämlich bestimmt ein Mensch. Deswegen schlage ich jetzt doppelt so intensiv zu. Schöne Wasseranimation. Hat nicht dabei, Doofkopf. Stadt plündern, Stadt plündern. Bis 17:30 oder so können wir uns das leisten. So, ich mache übrigens, sammle nur die Baumwolle ein, weil ich irgendwann einmal was damit anfange. Hoffentlich. Kriege ich wieder nicht. Super. Die beiden Häuser zu meiner Rechten haben wir schon geplündert. Oder zwei von denen, wie man es nimmt. Wer jammert hier schon wieder rum und weswegen? Sag mir nicht, dass du jetzt Hunger hast. Das kannst du... Ach, verrottetes Fleisch will ich doch mal nicht dabei haben. Trinken. Dankeschön. Wieso habe ich das einzigste Wasser, das ich habe? Ich hätte ja auch einfach mal Kaffee mit draus machen können oder so. Nein, ich habe mir den Kaffee abgewöhnt. Ich trinke keine Wasser.
In den Häusern seid ihr ein bisschen aggressiver, oder? Kann das sein? Hübsches Tanktop. Bleib liegen. Tu uns allen den Gefallen. That's what she said. Was? Ich wollte den Einkaufskorb hier, aber ja gut, hier war ich offenbar schon. Ja, hier war ich schon. Dankeschön. Gehen wir wieder. Hier schon war? Frage ich mich, in welchen dieser stinkigen Häuser ich noch nicht war. Snowberries. Haupteingang. Eilig. Nee. Ist eigentlich egal, wo ich lang gehe, oder? Hör auf hier zu jammern. Du hast gerade was getrunken. So schnell wächst dir kein Fluss nach. Halt ein Glas hoch in die Luft und dann warte, bis Wasser voll ist. Aber bitte nicht, wenn du reinpinkelst. Das wäre echt unangenehm. Für uns alle. Dankeschön. Aha. Kommt da noch was bei raus oder dauert das einfach nur? Notiz. Kaputt machen kriegt man, ich kriege. Einkaufskorb. Sehr schön. Das, ja. Ah, guck mal, Kohle. Wer hat das nicht gerne? Tisse, ich glaub's auch, du. Hier auf rumzujammern, habe ich gesagt. Stell dich nicht so an. Knabber ein bisschen am Tierteig und dann ist gut. Hier hast du was zu essen. So, siehst du, jetzt geht's dir viel besser. Richtig? Total übersättigt bist du. Oh, guck mal, ein Kochtopf. Und eine leere Dose, da freut sich doch das. Verstand, Dings, Gehirn. Wie auch immer das hieß. Ja, da, Nitrat und Kaffeepulver. War das überhaupt Nitrat? Ja, war's. Eisen- und Kohlebrocken. Ja, warum nicht? Auseinandernehmen tue ich die Schränke ein andermal. Jetzt will ich erstmal nur plündern. Weil ihr könnt es ja was geben. Seht mal, da gibt es Stofffetzen. Mit etwas Glück finden wir hier irgendwo Leder und können wir mal einen Blasebalg machen, können wir eine Schmiede herstellen, etc. pp. Wer knabbert hier und warum? Nein! Braucht ihr gar nicht erst fragen. Mach ich nicht sowas. Was gibt's hier oben? Außer Zombie-Rasten? Wie auch immer die dann kommen? Leiche neu würde ich jetzt nie sagen, so wie die aussah. Aber gut. Magnum-Trommel. Wer pocht hier im Haus schneller um die Bekloppten? Was ist dahinter? Ach, sieh mal einen. Verwitterter Rucksack. Gepuffter Mantel. Man könnte meinen, ich bin hier gestorben, nur bei dem Quatsch, der da drin ist. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und wenn es billige Möbel sind. Kannst du übertreiben. So, was gibt's hier? Durchsuchen, kleiner Mülleimer. Oh, Eisen. Trinke Flüssigkeit. Ich habe gerade was getrunken. Ihr wollt mich doch. Nicht mal ein Bücherregal, gibt's was. Super. Ist ja nichts los hier in diesen Häusern. Da di da 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 di da du da 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 di da 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 da. Gelbes Coupé. Hier niemand ein einziges Mal ein Trabi steht oder sowas. Aber bin ich eigentlich schon wieder angeschlagen? Habe ich das Bein gebrochen? Was ist diesmal? Ja, ich trinke ja schon. Der weiß, dass ich Wasser habe, oder? Das ist es nämlich. Trinken, danke. Hör auf dich anzustellen wie der erste Mensch. Super, mein ganzes Wasser alle. Jetzt muss ich die Kleber wieder kauen. Was hast du jetzt noch für Schwierigkeiten? Meine Güte, wie kannst du bei laufendem Reden einen Hitzeschlag kriegen? Stell dich doch nicht so an, da. Ist ja fürchterlich. So, weiter geht's. Ich wollte die Folge schon längst beendet haben, oder? Haben wir das Viertel angefangen? Jetzt ist 53, egal. Man will ja auch mal wissen, was hier los ist in der Stadt, ne? Jetzt, wo wir die örtlichen Nachbarn kennengelernt haben. Ganz nette Leute, muss ich sagen. Gut, deren Nachbarn gefallen mir nicht so ganz. Die stöhnen immer vor sich hin und so. Ist ein bisschen komisch, aber man sucht sich das ja auch nicht aus.
Toll, noch ein Einkaufskorb. Kann man nie genug von haben. Ich will aber nicht mit der Maschine interagieren, ich will sie abbauen. Zwecks Gebrauchsspuren. Was? Oh, da war ein Raum, wartet mal, da muss ich doch nochmal nachgucken. Was haben wir denn hier in dem Raum? Könnte ja was Interessantes drin sein. Das wäre dauert und gleich ist meine Axt im Eimer. Und ich habe keine andere mit, ne? Doch, habe ich. Weiß mir gar nicht, aber wie jetzt hier. So, danke, Maxel. Dass das so lange dauert. Wollen ja schließlich alle weiterkommen. Wer ist denn hier schon wieder in der Umgebung? Habe ich hier da wieder irgendwelches verrottete Fleisch bei mir einstecken? Sieht nicht so aus, gut. Ein Pappkarton. Yay. Und ja, ich gucke jetzt dahinter auch noch. Dachte ich mir, nichts. Holzstühle. Kann ich gebrauchen? Nein. Mhm. Das glaubt aber auch nur ihr, dass die Tür dazu bleibt. Ich glaube, für die nächste Zombie-Horde bleibe ich hier. Also Tür für Tür alles dicht machen und das ist gut. Aber dann reißen die das Haus im Ganzen ein, befürchte ich. Was mein letztes Haus ja schon fast erwischt hätte. Na, da sehe ich doch schon wieder wandelnde Stofffetzen. Was soll das Thema Fernseh sein? Ja, gäbe es was, ich gerne wieder so. Knight Rider können sie eigentlich in Endlosschleife bringen, das interessiert keinen. MacGyver habe ich auch noch nicht alle Folgen gesehen, zumindest nicht in den letzten 20 Jahren. Und dann gibt es sehr viele Sendungen, die ich noch gar nicht kenne wahrscheinlich. Oh, was? Rotes Muskelshirt, das brauche ich unbedingt. Stimmt, für irgendwas auf jeden Fall. Das war so nicht gedacht. Es ist jetzt schon 16 Uhr, was Nummer nehmen wir. Ich gucke auf die Uhr. Ich bin da schon etwas vorsichtig geworden. Man muss es ja nicht übertreiben. Das sind die hässlichsten Wohnungen, die ich je gesehen habe. Vor allem, wer wohnt denn bitte immer im Supermarkt? In der Einrichtung, ich muss sagen, ist jetzt nicht so ganz das Komfortable, was ich mir wünschen würde. Auch zur Miete jetzt nicht so der Renner, das Ganze. Hm. Wow, ich sehe immer schräger aus. Oder geht das nur mir so? Wahrscheinlich ja. So, und das die Pflanzenfaser. Das interessiert mich jetzt wirklich nicht. Gut, dass ich mir nicht gerade die Beine gebrochen habe. Was da drin ist, interessiert mich jetzt nicht, weil jetzt wird es mir langsam ein bisschen zu spät. Warum will ich eigentlich in die Richtung? Will ich da gar nicht. Da raus. Machen wir in dem Haus schon. Ein Kuppi. Das tut mir nicht weh. Hier ist offen, hier muss ich schon gewesen sein. Alles leer, wunderbar. Dann können wir ja nach Hause gehen. Von die Richtung nehme ich an. Ja, und jetzt aber wenigster, weil Zombies und sowas. Ne, das machen wir direkt vor der eigenen Haustür, bitte. Ich muss es ja nicht übertreiben. Eine Nacht mit Schrecken hat gereicht. Schlafen tue ich ja auch nie, außer wenn ich gerade sterbe. Aber so sind wir Zombies eben. Immer rastlos. So langsam gewöhne ich mich an den Gedanken, dass die gar nicht die Zombies sind, sondern ich. Das ist alles so eine False Flag hier oder so ähnlich. Alles Fake News. Ich will das aber mitnehmen. Das könnte wichtig sein. Eben nicht. Den Kochtopf schmeiße ich eure wegen jetzt nicht weg. Ein richtiger Rucksack oder so, das wäre praktisch. Als ob du noch ein Stück Berg hochgelaufen wärst.
So unfit ist Xane wirklich nicht. Wir folgen in Überlänge heute produziert. Euch stört es wahrscheinlich eher nicht. Da hattet ihr auch genug Zeit, mal über Serien nachzudenken. Zack. Sind euch welche eingefallen? Mir jetzt auf Anhieb nicht so. Hier war früher mal ein Haus. Oh Mann, das kann ich alles in der nächsten Folge sortieren. Und hier aufräumen. Ach, mein schönes Haus. Mein schönes Haus. Was ist nur draus geworden? Zerlegen. 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 Für mehr Platz auf den Taschenmotorrad. Mhm. Bestimmt sogar. Apropos, ich habe fast keine Steine mehr. Da müssten wir jetzt auch mal etwas Abhilfe schaffen. Apropos, ich habe doch was getrunken, ne? Ja, Wasser 75, dann sollten wir vielleicht auch mal was essen. Dankeschön. Das war Quatsch, der kommt wieder zurück. Da. Die kommen dann drüben hin. Die anderen Kleidungsreste können ja hier mit rüber. Die ich jetzt nicht so brauche. Grüner Puffermantel. Mhm. In der nächsten Folge jetzt reicht. Das machen wir später. Ah, wir gucken nochmal. Wollen wir irgendwas Schönes kochen? Können wir nicht, weil wir nicht dabei haben. Na klar. Halt, wo ist mein Kaffee? Probieren wir es doch mal damit. Keine Kaffee oder so? Ne, warum auch? Ist doch hier keine Küche. Spiritus. Ne, benutzen eher nicht. Benzin und Verbandskasten. Alles in einer anderen Folge. Ich entspanne mich jetzt hier mal. Ah, wie schön. Wir sehen uns in einer nächsten Folge. Mit dem dann vorhandenen Thema. Oh nein, die Xane-Reflexion. Das halte ich nicht aus. Na, was soll's. Bis dahin, Xane.